Ja, Leute, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme PVZ mit Markus. Hallo, Markus? Hallo! User in your channel, time down. Okay, Markus will nicht mit uns spielen. Wir spielen Suburbination und der B-Punkt hier wird schon von den Gegnern erobert. Von unseren netten Heroes wieder. So, den habe ich endlich. So, macht man Pflanzenspieler und ich glaube, wir hauen hier ein Suburbination raus. Und Suburbination! Oh, jetzt auf der freien Fläche habe ich wenig Chance gegen ihn. Vor allem, wenn er noch Verstärkung hat. Ja, das war's dann. Und jetzt hat, denke ich auch, wird unsere Suburbination gleich enden, aber noch neu. Oh, der T-Backt mich gleich. Fühlt sich richtig toll. Yep, Suburbination ist geendet, aber wir werden sie uns wiederholen. Marcus ist auch wieder da, aber leider nicht am DS. Aber er läuft hier rum. Ja, die Rakete war schön und die Zombies haben 2 Punkte, das heißt, wir müssen wieder auf die Punkte gehen. So, der B-Punkt scheint zu drehen. Der A-Punkt. Warum zur Hölle stehe ich im Zombie-Spawn? Und mache auch noch einen Kill mit einer scheiß Elektroblume. Wir machen hier Battle of Healers. Warum treffe ich ihn nicht mehr? Ich treffe ihn nicht mehr. Ja, da hatte ich gerade ein bisschen Pech, aber mein Team hat die Ablenkung hier im Spawn Room gut genutzt. Und nein, der C-Punkt doch. Yes, und den C und den A-Punkt gekappt. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt mal drauf, den B-Punkt wieder geräumt zu kriegen. Dafür musste erstmal die Heilstation hier weg. Na gut, dann holen wir uns den B-Punkt, werden sich die Zombies den A-Punkt holen, weil dann dominieren wir endlich mal wieder. Okay. Sieht gut aus. Zwei Vorlagen gemacht. Vorlagen sind gut, weil die brauche ich eh. Solange unsere Leute den B-Punkt jetzt nicht verlieren, habe ich... Oh, Markus hier als Agentos. Okay, die Zombies verlieren A wieder, dafür verlieren wir B wieder, aber wir halten es, oder? Oder halten wir B? Jop, gleich könnte es soweit sein. Suburbination. Ja, Leute, Suburbination. C-Punkt ist umkämpft, dann helfen wir doch da gleich mal. Suburbination wieder verteidigt hier. Saubere Sache, da kommt ein Wichtkick rein. Aber auf den geben wir jetzt einfach mal nichts, sondern stellen hier unsere Abwehr besser auf. Da kommt auch der dazugehörige Oyster rein. Den habe ich mir auch noch geholt. So gut, den C-Punkt haben wir super gehalten.
Jetzt geht's dann rüber zum A-Punkt wieder. Es scheint so, als hätten sie den B-Punkt halten können, die Zombies. Das heißt, jetzt müssen wir mal wieder alle zusammen Richtung B pushen. User joined your channel. Und er ist wieder da. Auch mal, nach 20 Minuten mal versuchen. Yes, Double Kill! Bei 1%. So, ihr macht den B-Punkt oder was? Ja. Sauber. Ich habe gerade mit 1% den B-Punkt nämlich zwei Leute weggeholt. So, aber die Gegner holen sich schon wieder C-Punkt. Ja. Mit drei Leuten sogar. Einer ist schon tot. Der nächste steht ziemlich unter Strom. Nächster tot. Falsch belebt der. Nächster tot. Nächster tot. Vierer Streak am C-Punkt. Das war eine schöne Sache gerade. Aber wir verlieren dafür den A-Punkt wieder. Das heißt, die Gegner holen weiter auf. Wir brauchen wieder den B-Punkt auf jeden Fall. Der B ist wichtig. Wieder eine Vorlage. Wie viele Vorlagen brauche ich denn noch? Ach, die Vorlagenmission habe ich abgeschlossen. Erledige Zombies in erhöhter Position. Das heißt, ich muss mir die auf den Dächern oben holen. Ja. Ja, wieder eine Vorlage. Explosive Haftkugel zerfetzt mich noch. Aber egal. Wir haben den B-Punkt wieder geholt dadurch. Aber ich spawn natürlich wieder hinten bei C. Ich habe eigentlich gehofft, wenn wir uns den B-Punkt holen, können wir immer mittig spawnen. Das ist besser. Ich hab Voice-Dinger. So, den C-Punkt konnten wir wieder halten. Dafür verlieren wir gerade den B-Punkt wieder. Kommen wieder zurück. Alter. Ich habe versucht, dir das Leben zu retten, aber dafür nehmen wir den A-Punkt weg. Und wir verlieren C-Punkt. Okay, ich hoffe, ich spawn nochmal bei C und kann ihn verteidigen. Nein, ich spawn am Arsch der Welt. Ja, bei C spawn ungefähr in der Nähe. So, ich habe wieder einen weggeholt. Und hab noch einen weggeholt. Fick dich doch, du Hund. Fuck, Tacking Sprint, Alter. So, ich hab noch einen weggeholt und den B-Punkt, der wird von mir eingenommen. Soll ich mit dem nächsten kann schon der Rücke auch verrecken. Meine überlebt und da kommen die Raketen. Ich habe B-Punkt gesichert, aber jetzt kommen die Heroes. Und das auch noch mit Z4, das ist eine ziemlich miese Sache. Ich hab ihn. Yes, ich hab den Hero weggeholt, obwohl der Z4 im Nahkampf hatte. Und jetzt kommt der Wichtkick und beendet meine Domination hier am B-Punkt, aber wir holen dafür A. Und wir verlieren C. Und B. So, ich glaube, ich gehe direkt wieder zu B, weil keine Ahnung, bei B fühle ich mich wohl. Man kann zwar aus allen Richtungen angegriffen werden, aber man kann sich auch besser verteidigen. Keine Ahnung, ist so ein offener Platz, so ein schöner.
Und jetzt verlieren wir auch noch, jetzt waren die Gegner mit Urbination. Alter, bei B ist so eine Party drin. Kommst einfach nicht gegen an. Oh, die war schön. Die war schön. Okay, ein bisschen aufgeräumt. Ich versuch dich auch mal bei B zu verstärken. Halt. Ja, wir holen B wieder, aber die kommen direkt wieder von rechts. Alter, wie viele sind das? Oh, der Ding schwimmt mal wieder. Bleib liegen. Wow! Alter! Wir brauchen den B-Punkt. Sonst haben wir jetzt gleich verloren. Nein! 99, 99, 100. Alter, wie viele waren das, Alter? Die waren alle beim B-Punkt. WTF, irgendwie. Ah, oh, Leute, aber richtig knappe Runde. Irgendwie war das Gefühl, irgendwie waren zwei und die waren irgendwie 12 oder so. Die waren auch alle von denen waren in der Mitte. Wirklich alle. Alter, das war schon heftig. Sieben Mann waren auf uns drauf gehockt. Das ist schon nicht ohne. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge PVZ. Und bis dahin, Servus und Ciao. Jo, tschüss. Oh!